So, meine Damen und Herren, und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play OMSI 2, dem Omnibus-Simulator. Wir sind wieder zurück auf der Karte Alheim-Laurenzbach, updated, und fahren heute den Schulbus nach Derenhof ins Schulzentrum. Stehen hier an der Haltestelle Vossen Bahnhof. Ja, der Bahnhof befindet sich hier hinten. Da sind anscheinend hier die Schüler gerade ausgestiegen, latschen jetzt zum Bus, zur Bushaltestelle. Und wir stehen hier mit unserem Mercedes-Benz Citroën C2G, Viertürer aus dem Hamburger Buspaket mit dem Vitaminwasser Repaint aus Hamburg. Ja, man könnte auch sagen, der Ursprungsbus des Wuppertaler C2. So, wir spulen die Zeit ein wenig vor. Das machen wir jetzt gleich, weil der Zug nämlich ein bisschen nervt. Und starten den Bus mal. Warum fahren wir mit diesem Bus? Ganz einfach. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich eingeben muss ins IBIS. Ja, beim Schulbus. Und deswegen fahren wir einfach, ja, mit einem Bus, der uns das Ganze schon automatisch schildert. Wie ich das gesehen habe, braucht man das eigentlich nur ins Hartz-IV-Menü eingeben. Aber ich hatte halt gedacht, ja komm, vielleicht funktioniert das auch so, dass man jetzt Ansagen hat, haben wir aber nicht, ne? Also der Schulbus hat keine Ansagen, kann man eigentlich auch ins Hartz-IV-Menü eingeben. Jetzt haben wir aber hier schön die ganzen Haltestellen und so, ne? Ist vielleicht ein bisschen schöner. So. Wir fahren eine halbe Stunde, das ist unser Fahrplan. Letzten Endes ist es so, ihr habt euch die Linie 811 gewünscht, die werde ich euch auch noch zeigen, aber die geht halt eine Stunde, da habe ich heute keinen Bock drauf. Wir machen hier eine halbe Stunde den Schulbus, den wollte ich nämlich persönlich auch schon immer mal fahren. Ich bin den persönlich noch gar nicht gefahren. So, und wir fahren dann mal vor. Hat noch keinen Vorratsdruck, wie ich gerade sehe, alles klar. Dann machen wir nochmal 2 Minuten. So sieht das aus. Schulbus Derenhofen. Sieht jetzt nicht wirklich spektakulär aus, wenn er mich fragt. Steht auch mal drin, Schulbus Derenhofen. Ja. Ausfall Motorregelung. Das geht ja gut los heute. Das ist übrigens auch gleiche Fehlermeldung, die ihr bei Wuppertal drin habt, aber in dem C2. So, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ja. Die letzte Achse, ne? Autodeling haben wir natürlich nicht. Hallo. Tag. Hallo. Hallo. Morgen. Moin. So, ich gebe mir erstmal einen Schoko Rockstar. Guten Tag. Ach so. Alle drinne? Ja. War ein bisschen voreilig. So, dann fahren wir mal los Richtung Derenhofen. Schulzentrum. Ihr könnt es auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was man da ins IBIS eingeben muss. Keine Ahnung. Tja, ich habe auf jeden Fall auch neue Ansagen drin. Habe ich mir gegönnt. Können wir heute leider nicht hören, weil der Schulbus keine Ansagen hat. Im Forum gibt es wirklich neue Ansagen. Ja, gönnt euch die auf jeden Fall. Ja, wer sich die auch gleich wieder gegönnt hat, ist Philipp LP. Da musste ich echt lachen, als ich das bei ihm im Stream gesehen habe. Sie bitte die Heizung aufdrehen. Guten Morgen. Eine Karte für eine Kurzzeit. Schön im Chor. Ja, da musste ich echt lachen, weil der ein oder andere kennt die Geschichte halt nicht. Danke. Damals bei Alheim Laurenzbach. Da hat ja auch schon der Ansagensprecher, ne, der YouTuber da, die Ansagen gesprochen. Und Philipp RP hat die gar nicht vorgestellt in dem Video. Er hat gleich die Computeransagen reingekloppt. Und da war dann halt dieser ursprüngliche Ansagensprecher, halt der andere YouTuber. Der war da halt, ja, sehr angepisst darüber und hat auch Philipp RP namentlich genannt und so, dass er das bei ihm gesehen hätte, dass er da Computeransagen reingemacht hat, so, und da war er not amused, wie man heutzutage sagen würde. Von daher fand ich das ganz witzig, dass ich das bei Philipp RP neulich mal im Stream gesehen habe. Er haut sich erstmal wieder die alternativen Ansagen rein.
Habe ich jetzt auch schon gemacht, wie gesagt. Link wird oder wird erst beim nächsten Mal in der Beschreibung drin sein, weil wir die heute ja nicht mit bei haben, die Ansagen. Oder wobei, eigentlich könnte ich sie... Das wäre sinnlos eigentlich, ne? Kann ich eigentlich trotzdem unten rein ballern. Genauso wie Buspaket, Link, Alarm Launsbach, Link. Findet ihr dort alles. Genau. Dann bin ich neulich mal wieder Wuppertal gefahren. Schande über mich, ja. Lag daran, ich wollte unbedingt mein Easter Egg finden. Und der Münchner Player, da hatte mir was geschrieben. Ja, guck mal auf den Berg und so. Und da bin ich die komplette Schwebebahnlinie nochmal abgefahren, hab mir jeden Berg angeguckt. Und hab wirklich lustige Szenen gesehen, ja. Da waren irgendwelche Bauteile, irgendwelche Splines lagen da auf den Bergen rum, die er vergessen hatte zu verbauen oder verbauen wollte und dann doch nicht gemacht hat und so. Oder mal stand irgendwie eine Telefonzelle auf dem Berg, mal ein einzelnes Haus aus Falkensee und so. Das war ganz witzig, was man da manchmal gefunden hat. Wenn man sich die Karte mal genauer anguckt. Jedenfalls habe ich aber mein Easter Egg nicht gefunden. Und daher wäre jetzt meine Bitte, wer es gesehen hat, schreibt mir gerne entweder in die Kommentare oder persönlich, wo habt ihr das gesehen, dass ich mir die Stelle entsprechend nochmal selber anschauen kann. Ansonsten drauf geschissen. Ja. Vielleicht hat es auch einfach wieder mit dem letzten Update rausgenommen. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo. Eine Hallo. Tageskarte bitte. Eine Tageskarte, ja. Bitteschön. So, ansonsten habe ich neulich mal gesehen zum Thema Wuppertal. Habe ich mal eingegeben bei YouTube OMSI 2 Wuppertal und normalerweise ist es so, YouTube sortiert automatisch oder bringt ganz oben immer die YouTuber, die die meisten Abonnenten haben. Das heißt, also in der Regel sind die ersten 5 Videos von Nordrhein-TV Play zu jedem OMSI Add-on. Ja. Das liegt an YouTube halt. Na, weil YouTube halt auch, keine Ahnung, nach Zahlen geht oder so. Ich weiß nicht, woran das genau liegt. Ich kann auch an den Tags liegen. Ist mir auch wurscht. Und deswegen hätte ich jetzt bei Wuppertal eigentlich gedacht, da ist Nordrhein-TV Play oben und natürlich Mafuyo noch. Der hat ja auch eine relativ große Reichweite. Also viele Abonnenten. So war es diesmal aber nicht. Ganz oben, als ich gestern nachgeguckt habe, war tatsächlich mein Video. Mein erstes Video, wo ich Schwebebahn gefahren bin, durch Wuppertal. Und dann kam irgendwann so, weiß ich nicht, 7. Video oder so, war dann mein Trailer für Wuppertal. Da habe ich mich auf jeden Fall ein bisschen gefreut drüber. Also so war es bei Palma dann auch. Das liegt nicht an mir, sondern das wisst ihr auch, ne, das liegt an euch. Das liegt an dem unfassbaren Support. Wofür ich mich nochmal herzlich bedanken möchte bei euch. Hätte ich so auch nicht gedacht. Ja. Aber dann ist wenigstens das ehrliche Video ganz oben. Herzlichen Dank. So, dann bin ich mal gespannt. Der Entwickler hatte ja einen Überraschungsbus versprochen. Konnte man sich irgendwie aussuchen. Ich glaube, es ist letzten Endes irgendwie eine festische Variante oder so geworden. Keine Ahnung. Die sollte später nachgeliefert werden. So wie ich den Entwickler aber kenne, wird das wahrscheinlich wieder leise unter den Tisch fallen gelassen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Nervt den Entwickler auch ein bisschen, ob die neue Version noch kommt oder so. Müsst ihr nicht jetzt schreiben, sondern weiß ich nicht. In 2-3 Wochen nochmal oder so. Dann heißt es ja, haben wir leider doch nicht mehr gemacht oder so. Ihr kennt diese Lernversprechen, ne? Guten Morgen. Morgen. Ja. So, Sternemod habe ich mir auch gegönnt, wieder fürs Buspaket. Könnt ihr euch auch runterladen. Also muss das sein. Wirklich ein schöner Bus. Schöne Karte. So, gefällt mir das. Ah, guck mal. Es wird morgen in OMSI. Ich werde auch oft gefragt, welchen Grafikmod benutzt du? Ich benutze keinen Grafikmod. Ich fahre komplett ohne. Und ich finde, dass es mit Grafikmod nicht viel besser aussieht. Vielleicht ein bisschen besser, aber das ist meines Erachtens nicht lohnenswert.
So, was gab's noch? Es kam jetzt länger kein Video. Da tut mir natürlich was 30. Weil wenn hier so ein scheiß Blitzer ist, ne? So, Blitzer vorbei, Kickdown. Ja, also so gut funktioniert der Kickdown jetzt auch nicht. Also es kam da längere Zeit kein Video, tut mir leid. Aber manchmal gibt es eben gewisse Gründe, private Gründe, weshalb es nicht geht, so, ne? Und das wisst ihr ja auch, dass das manchmal so ist. Gibt manchmal so eine Phasen. Wo fahren wir denn hier lang, ey? So, und auch ich wurde schon auch wieder wegen Stream gefragt und so. Das wird auch alles noch ein bisschen dauern. Jetzt kommen erstmal wieder Videos, ne? Vielleicht auch nicht immer im Zwei-Tage-Takt, je nachdem. Ich habe ja momentan auch eine Adam Launsbach zum Zeigen, wer mir was zugeschickt hat an Mods. Ich muss mal gucken, was ich da noch so finde. Weil ich jetzt länger auch kein Omsi mehr gespielt habe. Erinnert mich ruhig nochmal dran. So, wenn ich das noch nicht gezeigt haben sollte, was ihr mir geschickt habt. Ja, ich vergesse das manchmal. Manchmal schreibe ich es mir halt auch auf oder so, ne? Aber schon wieder so ein scheiß Blitzer hier. Na, also da fahre ich hier garantiert nicht die ganze Straße mit 30 lang, so, ne? Das ist mir dann auch zu doof. Das müsst ihr mir verzeihen. So, auch das hier ist ein relativ neues Gebiet. Will aber keiner mit hier, ne? Was ist das hier? Oder habe ich in mir verfahren? Habe ich mich nicht. Ich habe ja... Dann sollte ich da irgendwo gar nicht anhalten. Kann das sein? Naja, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Strecke, die wir heute fahren. Gar nicht mal so städtisch. Auch für mich ist es ja heute das erste Mal, dass ich einen Bus fahre hier, diese Linie. Normalerweise, wenn es halt wirklich ein reiner Schulbus ist, dürften die Leute nicht vorher aussteigen, dass sie alle bis zum Ende mitfahren. Das kann man ja auch so einstellen. Mal sehen, ob man das so umgesetzt hat. Kann aber auch sein, dass es einfach eine rein öffentliche Linie ist. Ihr könnt dann um 9 Uhr, glaube ich, nochmal einen Schulbus fahren. Weiß ich nicht, für die Schüler, die Ausfall hatten oder so. War mir dann aber ein bisschen zu doof. Also, wenn man hier um 7 Uhr fährt, dann kommt das schon eher hin, dass man die Schüler zur Schule fährt. Ist für mich einfach realistischer. Und dann könnt ihr nachmittags natürlich auch nochmal die Tour zurückfahren. Auch da guckt einfach mal in die Fahrpläne rein. Auf jeden Fall schön, dass auch ein Schulbus mitgeliefert wird, ne? Ist immer so ein, ja, bisschen was Besonderes. Special-Linie. Dann wird auch ein SEV mitgeliefert, habe ich gesehen. Den muss ich mir auch mal ankicken. Weiß ich nicht, ob das nur der Hochbahn-SEV war. Weil das ist ja die Linie 10. Oder ob es auch noch irgendwie was anderes war, weil die 10 sind wir auch schon mal gefahren. Aber auch vor 2 Jahren oder so, ne? Kann sich auch viel getan haben. Und Omsi ruckelt natürlich wieder. Ich glaube, neulich mal über 30 Sekunden hat das hier geruckelt. Das ist schon ganz schön bitter, ne? Und da wird Zeit für Lotus. Ich glaube, bei Lotus habe ich noch gar nicht gesprochen, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Wurde ich ja auch von euch gefragt. Ja, was hältst du davon? Ja klar, es sieht super gut aus erstmal. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es dann später Spaß machen würde. Ich hole mir keine Early Access Beta-Version für 40 Euro. Ja. Nee, meine ich. Ich hole mir dann, wenn ich es mir hole, dann wenn es draußen ist. Und Lotus wird euch 120 Euro kosten. Nur mal so. Guten Tag. Tag. Ich
Tag. Guten Tag. Ja, aber ihr. Hallo. Es gibt irgendwie drei Module. Hallo. Einen normalen Fahrschein, bitte. Das eine heißt Wings zum Beispiel, also Flügel. Ich hoffe nicht, dass die da irgendwie noch eine Flugsimulation draus machen. Also Bus werde ich mir auf jeden Fall holen und Straßenbahn sah erstmal ganz vernünftig aus, muss ich sagen, in der Beta-Version jetzt. Dennoch bin ich nicht so gehypt auf Straßenbahn. Ja, da muss das schon richtig geil sein. Und vor allem, weil jedes DLC nochmal richtig teuer Geld kosten wird. Und bei Straßenbahn gibt es ja auch sehr, sehr viel zu entwickeln. Oh, was ist das für ein Pferd? Ja, Leute, das ist ja unglaublich. Ja, moin. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Läuft auf jeden Fall bei ihm. So. Hallo. Guten Morgen. Jo, morgen, alles klar, danke. Hallo. Morgen. Guten Tag. Morgen. So, also Lotus, da werden sie euch richtig das Geld aus der Tasche ziehen. Ich kann das nicht verstehen, warum man 120 Euro für einen Simulator verlangen möchte. Es gibt sogar, oder haben mir Zuschauer auch geschrieben, ja, finde ich in Ordnung, 120 Euro. Nein. Die wissen ganz genau, dass die Zielgruppe, die liegt bei Leuten plus minus 14 Jahre, ja. Das ist so der Durchschnitt, sag ich mal, der Zielgruppe. Weil, wenn du älter bist, dann brauchst du keinen Simulator. Ja, dann wirst du entweder Bus- oder Straßenbahnfahrer oder so. Dann brauchst du das nicht noch im Simulator. So. Und das finde ich einfach unverschämt. Hallo. So viel Taschengeld, also 40 Hallo. Euro jetzt mal, ne? So viel Taschengeld kriegen manche gar nicht im Monat. Guten Tag. Hallo. Man möchte sicher auch noch was anderes davon kaufen, ne? Und ich hatte sogar irgendwie mal einer den Louis angeschrieben. Ja, wo muss ich denn jetzt langfahren? Sag mal, das ist ja auch schon wieder... links. Den Louis angeschrieben, ob er noch Steam-Guthaben hätte, weil er sich gern Lotus kaufen möchte. So, ne? Und das sind schon die Zustände. Wie gesagt, dürfte auch ein junger Nahverkehrsfreund sein. Wie gesagt, ne? Die Zielgruppe, das sind einfach junge, interessierte Leute. Auch Leute, die in Zukunft vielleicht in die Branche gehen wollen und so. Und dass man die einfach so ausnimmt, das ist schon richtig ehrenlos. Da kann der Simulator noch so gut sein. 120 Euro auf keinen Fall gerechtfertigt. Aber das Spiel sieht gut aus erstmal. Grafik ist halt aufgehübschtes OMSI 2. Das ist leider auch alles andere als ein 2018er Anspruch. Also Grafik ist nicht auf, bei weitem nicht auf aktuellem Stand. Hallo. Hallo. Jo. Hallo. Hallo. Guten Tag. Morgen. Moin. Einmal Schüler, bitte. Boah, jetzt muss ich ja natürlich mit so einem langen Bus auf jeden Fall erstmal ordentlich ausholen hier. Ah, Performance jetzt auch nicht optimal hier, ne? Das kennen wir ja schon. Schade eigentlich. Arnheim-Lauensbach war immer, wie ich fand, sehr performancefreundlich. Das hat jetzt hier ein bisschen nachgelassen mit dieser Version. Wäre so einer der wenigen Kritikpunkte, die ich hier äußern würde. Es ist aber alles noch im ja, normalen Bereich, sag ich mal. Also da ist Wuppertal zum Beispiel viel, viel schlimmer. So, und du kannst halt trotzdem noch spielen und hast Spaß. So, und das ist ja das Wichtigste. Wäre zwar noch schöner, wenn wir durchgängig 60 FPS hätten. Aber kann man jetzt auch nicht ändern. So, auf jeden Fall denke ich mal, Lotus wird der Bus, oder der Bus wird keine Konkurrenz zu Lotus werden, ganz klar. Lotus wird ein richtiger Nahverkehrssimulator und der Bus wird ein Trash-Simulator werden, ganz einfach. Ja. So,
So, ich habe mir das ein bisschen abgewöhnt, aber der Bus ist ordentlich voll. Ich habe früher immer gerne die ganzen Sichten durchgeschaltet. Das habe ich mir tatsächlich ein bisschen abgewöhnt. Das ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen. Ich gucke ja manchmal selber nochmal in die Videos rein, wenn sie dann hochgeladen sind. Weil auf YouTube sieht das halt meistens noch ein bisschen anders aus als im Schnittprogramm. Gerade auch so bei Nachtfahrten, ne? Meistens lasse ich dann auch das Video nebenbei laufen, wenn ich die Kommentare mir durchlese. Alter, der Bus ist aber auch ganz schön da. Mein lieber Herr, sag's fein. Ja, jetzt ist er voll, ne? Also da wurde auf jeden Fall... Nein, wir fahren schon mit einem Großraumgelenkbus. Oder, nee, Großraumgelenkbus ist der andere, ne? Aber das ist der Capacity. Aber das ist schon auch ein Gelenkbus hier. Vier Türen. Viel Platz. Und trotzdem reicht der hier nicht aus. Und die Leute werden jetzt auch nicht aussteigen, ne? Oh, so eine Scheiße. Also da muss ich auch sagen, das hat der Entwickler nicht gut gemacht. Hat er nicht vernünftig eingestellt. Also, es steigen viel zu viele Leute ein. Hier fehlt eine Ampel. Die habe ich nicht kaputt gefahren. Nein. Das war ich nicht. So, und ab jetzt kann ich dann also durchfahren, weil ich habe keinen Platz mehr. Was bei dem Schulbus nichts Seltenes ist in der Realität zwar, aber trotzdem doppelt unglücklich ist als bei einem normalen Bus. Ah ja, die Kilianstraße, ne? Die Tanzverbotsstraße. Kennen wir auch schon. So, der Schulbus ist ein eigener Umlauf. Das heißt, ihr habt dann hier nach... Also ihr fahrt dann auch nochmal zurück zum Bahnhof. Fahrt dann noch eine Tour, wie ich sagte vorhin. Und dann habt ihr halt Pause bis nachmittags. Ist jetzt nicht so, dass der mit anderen Linien gekoppelt ist. So, tut mir leid, bin voll. Das ist natürlich doof, weil wir sehr, sehr wenig Haltestellen erst angefahren haben. Guck mal, also nicht mal die Hälfte, ne? Und schon ist der Gelenkbus voll. So, und auch hier weißt du nicht, wo du jetzt lang sollst. Ich schätze mal hier lang. Ich weiß es aber auch nicht. Sollst du dann auch erraten. Deswegen, also hier sollte der eine oder andere Modder auf jeden Fall nochmal ein bisschen nachlegen können. Und sagen, ja komm. Oder der Entwickler selber, dass er sieht, oder er stellt die Fahrgastzahlen ein bisschen runter. Beim Schulbus. So, und dann werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen eine Alheimer Linie fahren. Die 30 sind wir nur schon gefahren. Dann werde ich mir noch mal ein paar andere Linien angucken. Auch wenn ihr euch jetzt erst mit die 811 gewünscht habt, ne? Die geht von Derenhofen Markt zum Willy-Brandt-Platz. Die werde ich aber vorher erstmal privat fahren. Das werde ich wahrscheinlich hier nachmachen. Oh, nee, Bahnübergang. Ist aber auch ein cooles Feature. Und funktioniert auch. Hast du auch nicht auf jeder Karte. So stelle ich mir das dann halt bei Lotus vor, dass du halt sagen kannst, komm, du fährst erstmal eine Runde mit dem Bus bis zum Bahnhof und kannst dann direkt irgendwie eine S-Bahn übernehmen oder so, ne? Also wenn zu diesem Rails of Lotus, wenn da halt auch S-Bahn zugehört und so, ne? Oh, guck mal hier. Da ist der 811er.
Wir haben gerade über ihn gesprochen. Ne, wenn du da halt auch S-Bahn fahren kannst, dann lohnt sich das auch schon. Also, es war ja angekündigt, dass du S-Bahn fahren kannst, ne? Baureihe 481. War ja angekündigt, so. Und wenn du Straßenbahn und S-Bahn in einem Simulator hast, dann sind 40 Euro dann auch wieder okay, sag ich mal. Aber 40 Euro für ein, also für das Busmodul, wo du halt eh nur einen Bus und eine Linie kriegst, das ist dann halt zum Beispiel ein bisschen wenig, ne? Akzeptiert er das eigentlich schon, wenn ich hier... Er müsste das eigentlich... Also wenn es eine clevere Ampel wäre, müsste der das anerkennen. Und nicht erst hier vorne. Weiß ich jetzt nicht. Life's better in color. Sollen wir lieber einen Effekt oder einen Rockstar hier drauf knallen auf dem Bus, ja? So, ich weiß, wir fahren Schulbus, da muss man normalerweise auch... Könnte ich eigentlich mal machen hier. Das hier mal reinmachen. Schulfahrschaltung. So, und dann weiß ich gar nicht, ob der... Dann müssen wir eigentlich mal gucken, ob der das selber macht. Das können wir mal austesten. Weil normalerweise musst du an den Haltestellen auch immer... Da werden wir da vorne nochmal anhalten. Normalerweise musst du an den Haltestellen natürlich auch Warnblinker reinmachen. Gibt es halt immer so Regeln, ne? Und normalerweise musst du dann auch, das ist ja hier jetzt nicht möglich bei dem Bus, hinten so ein Schild dran machen, so, ne, mit Schulbus. So, weiß ich nicht, ich kämpfe ich jetzt auch nicht unbedingt aus. Ich mache mal jetzt die Tür auf. Ja. Und dann geht halt direkt der Warnblinker rein, genau. Für Simulator-Hardcore-Fans jetzt, ne, machen wir das mal. Weil dann gelten ja auch andere Regeln im Straßenverkehr, ne? Das heißt, du darfst nur mit Schrittgeschwindigkeit überholen? Warte mal, war das richtig? Ich glaube ja. Ja, ich glaube, mit Schrittgeschwindigkeit darfst du überholen. Und übrigens auch der Gegenverkehr darf nur mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren. So, wir erreichen jetzt deren Hof und Markt. Dort werden wir dann mit der 811 starten. Wir fahren also zum Willy-Brandt-Platz. Damit wir das Neue dann auch später sehen können. Da steht auch wieder, ne? Auch wieder ein Vierachser hier. Hat noch irgendwie Pause dran, ne? So, ich bin voll. Nehmen Sie einen anderen Bus. Keine Ahnung. So, ist es denn noch weit? Weil, also ich finde, das ist kein schönes Gefühl, muss ich gerade sagen. Ja, es ist noch ganz schön weit. Es ist wirklich kein schönes Gefühl, schon nach wenigen Stationen deinen Bus voll zu haben und an jeder Haltestelle vorbeizufahren, ne? Das ist echt nicht geil. Das haben wir schon manchmal gehabt im Let's Play, nach über 500 Folgen. Ich versuche jetzt nämlich noch ein bisschen Zeit rauszufahren, nicht wundern. Hier diese, das ist ein Parkplatz hier rechts, ne? Und da, die haben einfach mal Vorfahrt hier, ne? Da bin ich nämlich auch in WLAN gefahren. Also ich fahre diese Karte tatsächlich privat relativ oft momentan. Weil sie mir einfach richtig gut gefällt. Du hast viele Linien, du hast schöne Linien. Ich glaube, wir sind 23 gefahren. Ich bin neulich mal den Kurzläufer der 23 gefahren. Die Stadtwerke Laurensbach fährt den Kurzläufer, nehme ich. Habe ich auch mal ausgetestet. Ist auch ganz witzig eigentlich. Du hast halt nie Pause. Hast irgendwie drei Linien, die du zu fahren hast, die aneinander gekoppelt sind. Aber hast nie Pause. So,
Der Adamer Kollege. Leider die 23 nur noch bis Braunschweig Bahnhof. Also das ist so, es gibt den AHLX nicht mehr, ne? Der war immer cool und es gibt halt auch die 23 nicht mehr so, wie sie früher war. Die 23 war so, wie sie war, mega geil. Wirklich meine absolute Lieblingslinie. Bis Laurenzbach Stadttor natürlich. Bin die Kurzläufer selten bis gar nicht gefahren. Weil du warst eine Stunde unterwegs, hast eine richtig geile Karte gehabt, bist durch verschiedene Städte gefahren. Vom Arlheimer Hauptbahnhof, ne? Bei Laurenzbacher Hauptbahnhof und so. Und Alter, das war schon. Auch Bahnstein Bahnhof hast du ja mitgenommen. Derenhofen, Norderhofen. Beste Linie ever, damals die 23. Jetzt hat man die so verkürzt. Hast da nicht mal eine richtige Pause. Also du stehst da mitten an der. Also kein Pausenplatz auch im Bahnsteinbahnhof. Und sollst dann da irgendwie an der Kreuzung drehen. Aber auch das ist ja irgendwo realistisch, nämlich in der Realität gibt es auch manchmal Streckenveränderungen, Linienveränderungen, die ja nicht wirklich Sinn ergeben oder schön sind, ja. Also wenn der Entwickler das beabsichtigt hat, das so umzusetzen mal im Spiel, dann ist ihm das gelungen. Wenn er damit irgendwie eine positive Veränderung herbeirufen wollte, dann ist mir das nicht gelungen. Auch hier hat man dieses alte Konzept verändert. Waren immer so einen komischen Poller auf der Straße, die im Boden versunken waren. Das war immer eines der schwierigsten Stellen. Jetzt hast du noch so einen Radweg, ist auch nicht einfach, aber hast zumindest ordentlich Platz. Also hier hat man es auf jeden Fall ein bisschen einfacher gemacht. Das war immer auch, hier bist du auch mal der 23 lang gefahren. Also was ich gerade sagte eben, ne? Hier jetzt nicht, wo wir fahren. Aber da eben, da musstest du halt rechts abbiegen, wenn du aus Arlheim kamst. Und das war halt auch so eine Stelle, ne, da musstest du dich richtig konzentrieren. Und ich liebe solche Linien, ja, wo du eine geile Gestaltung hast, eine Strecke hast, wo du viel gerade ausfahren kannst, aber eben auch zwischendurch so eine Stelle hast, wo du dich richtig konzentrieren musst. Das ist so das, was ich am Omsee liebe. Sorgenhaus. Da hätte man irgendwie das Wuppertal-Cover ranplakatieren sollen oder so. Dornsbürge kennen wir eigentlich auch. Kennen wir auch. Müssen wir gleich mal gucken, wo wir jetzt hier sind. Ah ja, alles klar. Wobei diese Kreuzung neu ist. Aber hier sieht man auch, ne, wieder nicht so eine einfache Stelle hier. Da fand ich das andere aber ein bisschen anspruchsvoller da. Ja, das liegt jetzt daran, dass wir einfach eine vierte Achse hinten dran haben. Normalerweise kriegt man das hin. Das habt ihr jetzt am Anfang da auch gesehen, da vor dem Bahnhof. So, wir gucken uns mal ein bisschen den Bus an. Gefüllt. Sieht natürlich schick aus von außen, keine Frage. Stehen. Ja, jetzt haben wir natürlich auch den Vorteil, beim Hartz-IV-Menü steht das ja nicht dran im Bus, welche Haltestelle als nächstes kommt. Das haben wir hier natürlich schon, weil der alles automatisch macht. So, dann hier rechts rein. Jetzt bräuchten wir nur noch mal einen Soundmod, der richtig gut ist. Der einwandfrei funktioniert. Na, Omsee Finlays Mod funktioniert ja hier nicht mehr bei mir. Generell funktioniert fast gar kein Mod von Omsee Finlay bei mir. Da hat er letztens auch kommentiert, ja, eigentlich müsste er funktionieren. Ja, aber bei mir funktioniert er halt nicht, ne?
Also das war jetzt auf den LE von Wuppertal bezogen. Meistens ist es ja so, so bei diesem Bus hier auch. Was ist das denn jetzt hier? Dass die Busse funktionieren. Also alles klar, ich dachte schon, hier ist die Welt zu Ende. Dass die Busse funktionieren und dann irgendwie nach einer Zeit dann nicht mehr. So war es halt beim Solaris. Oh, ich fährt beim Ruhr-Solaris. Ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, das hat man auch so eingestellt, dass die Fahrgäste ein bisschen mehr meckern. Also auf manchen Karten kannst du da easy mit 30 um eine Kurve fahren. Hier offensichtlich nicht. Kann man ja alles einstellen. Er hat auf jeden Fall auch eingestellt, dass die Leute mehr grüßen und mehr Fahrkarten kaufen. Das war bei Adam Launsbach damals nicht so. So, da es eh nur noch 2 Stationen sind und wir eh keinen reinlassen können, können wir eigentlich auch auf die Zeit scheißen. Normalerweise sage ich immer, wir müssen bei 0:00 abfahren. Zu früh dürfen wir nicht abfahren. Na, heute ist das ja was anderes. So, bei dieser Stelle hatte ich auch irgendwie mal gesagt, ja, das sei relativ anspruchsvoll hier. Da kamen auch Kommentare, ach Digga, das ist total machbar hier. Ja, habe ich auch gesagt, dass es machbar ist, aber es ist halt doch noch... Ne, ich glaube, das war eine andere Stelle, aber es sah auch so ähnlich aus. Es ist halt doch relativ anspruchsvoll. Und das finde ich halt auch schön. Das hat der Entwickler wirklich geschafft, auch wenn er diese eine Stelle da in Norderhofen umgebaut hat. Die gab es seit Arnhem V2. Ja. Arnhem V2 war richtig geil. Das waren noch die alten... Oh, sorry, das waren noch die alten Zeiten, ne? Als ich bei Philipp LP das noch gesehen habe, im OMSI 1. Da ist man durch so eine Furt gefahren. Da ist man mit dem Bus durchs Wasser gefahren. Arnhem V2. Weiß ich noch. Ist Philipp LP damals mit dem Setra gefahren. S215er. Das waren noch Zeiten. Mal gucken, ob wir das nehmen als Thumbnail. Man sieht den Bus auch, ne? Weil es ist ja alles ein bisschen dunkel und dann ein schwarzer Bus. So, liebe Schüler, wir sind am Schulzentrum. Ich wünsche euch einen schönen Schultag. Könnt jetzt sagen, ich habe jetzt Feierabend, aber habe ich gar nicht. Müsste ja normalerweise nochmal die Tour zurückfahren, ne? Muss gerade mal nachgucken. So. Wieder eine Überlandstrecke. Also es würde auch durchaus Sinn machen, mal einen Überlandbus hier auszukramen. Ein GÜ oder so. Viel mehr kann man da ja eigentlich nicht nehmen in OMSI, ne? Den einmal einen Stadtbus, Überlandbus gibt es ja halt auch nur als Solo. Müsste auch mal ein C2 LEÜ geben. Ja, also da müsste Darius Bode eigentlich nur den Wuppertaler LE und den Rheinhausener Bus in einen im Mixer werfen und dann einfach irgendwie eine Mischung machen aus den beiden. Ja, das wäre es ja im Prinzip schon. Kommt dann beim Düsseldorf-Addon oder so. Schulzentrum. Da freut man sich doch drauf. Es gibt übrigens nur einen Umlauf. 821er. Ach, guck an, mit dem Lenkbus und auch DB Rheinland-Bus. Da muss ich auch noch mal ein bisschen hinterkommen, was denn jetzt genau von welchem Betreiber hier gefahren wird. Das Schulzentrum ist auch richtig schön hier. Das ist fast schon Luxus eigentlich hier, ne? Ein Premium-Schulzentrum. So, rechts fahren dann die anderen Linien hin, die regulären. Ah ja, der Bus hat einen scheiß Wendekreis hier. Da muss ich mir nochmal den Mod runterladen. Oder nochmal installieren, hat mir ein Zuschauer mal geschickt. Ansonsten, wenn ihr mit dem regulären Bus hier fahrt, holt genug, oder nehmt euch genug Platz.
So. Alles okay? Ist doch zu Ende? Nein. Ich muss jetzt. Achso, er hat nicht eine Betriebsfahrt nach Fussen. Ich muss einfach um 9 in Fussen, glaube ich, sein. Oder 8.30 Uhr oder so. So. Das ist das Schulzentrum. Sieht echt nice aus, ne? Nicht schlecht. So. Haltewunsch. Steigt aus. Ich sag an dieser Stelle Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut, haut rein. Und ciao, ciao.